partner. This is Seamus. He's our new partner. I ain't no such thing. Prospective new partner, if he likes us. Liking ain't the problem. Trusting is, as I said. Keep your voices down. I don't want my boss hearing. This is a sideline. Of course. Look at us. Honest as the day is long. Exactly. I'll tell you what. Let us prove ourselves. Prove ourselves? To this clown? What you talking about? Good day, Hosea. Good luck with your business dealings. Listen, he's rough and ready and quick with his tongue, but I swear you can trust him and trust me. I'm an old man. You're not old, Seamus. I'm old enough. And you know why I ain't dead? You don't trust idiots. Exactly. We're not idiots. Let us prove it to you. Okay. I'll tell you what. Arthur. Old Bob Crawford and his boys just bought a beautiful stolen stagecoach from upstate. It's in their barn. Now you go get that, and then we can work together. Who's old Bob Crawford? An acquaintance of mine. So you want us to take out your competition? Well, he's not just an acquaintance, but a cousin by marriage. I also want to see if you boys got what it takes. Now, you survive that. Where is he? He's in a farmhouse just northwest of here called Carmody Dell. It's just up the train tracks as you're heading up towards Fort Wallace. There's also some money in that house, but that's your business, not mine. But don't kill nobody. Folks know we ain't intimate no more, and they'll know it was me. But you're fine with us robbing your cousin. By marriage. And yes, I'd love it. You heard the man. Let's go rob his cousin. By marriage. Na, unser neuer Geschäftspartner ist ja ein Heini. Will erstmal seinen Cousin ausrauben lassen von uns, damit wir uns beweisen. Und yo. Really? Yeah, really. Anyway, oh. He said the place is just northwest of here. Me? Look where you're going. The other one who's been out gallivanting around here. That's what you call it. Well, clearly you've recovered from your bear encounter. Begib dich zu Carmody Dale. Could have played that better, couldn't you? Thought you wanted me here to show some strong arm. That's usually how it goes. Yes, but you know how this works. Come on, Hosea. That feller's a joke. And that's why he's perfect. He won't cause us any problems. A safe spot to fence wagons and coaches? That's easy money for us. I guess you're right. Come on, it's not like he's asking us to rob a bank. If the two of us can't steal a stagecoach from Seamus's old crooked cousin by marriage, we should hang up our hats now. By marriage. Oh, was war denn da? Bin irgendwas plattgetreten gerade. Hab's gar nicht bemerkt. Das ist immer das Beste. Ja. Entschuldigung. Rossi, mal kurz warten. Das Häschen nehmen wir mit. Ist ja von bester Qualität. Flupp. Das muss doch top sein. Fährt platt getrampelt, ist doch mir am besten, oder? Oh, schlecht? Oh, dann doch nicht so gut. Na, wir können die Nasen noch gebrauchen hier. Willst du ihn haben? Nee, oder nicht? Okay. Ja, komm, oh, komm, ja. Vielleicht brauchen wir mal zum Grillen zwischendurch wieder. Und dann haben wir ein bisschen Hasenfleisch. Das ist ja, wir nehmen das einfach mit. Okay, und weiter geht's, Hosea. Just get on the horse. Der Rosse. Komm weiter. Hold! How you feeling about things now? What things? This place. The gang. Been here a few weeks now. Good, I think. Better. I figured more folks would have cut and run on us, given everything that happened. Like Dutch always says, a lone wolf don't last long out on the plains. He does like to trot that one out. People see that, especially when they get a few years on them. Even someone like Micah. There's a couple of folks I wish had cut and run. Maybe they'd say the same about you. Ich könnte mit ihm auf jeden Fall auf mehrere Sachen ansprechen. Ich hab mir gerade mal das gegönnt. Können wir nachher wahrscheinlich noch. Cool, dass man noch mit dem interagieren kann und nicht nur den normalen Dialog hat. Gut, ist jetzt nicht so besonders, aber bringt wieder Leben ins Spiel. Und da sind wir richtig. Den angeheirateten Cousin. Wir sollen niemanden umbringen, nach Möglichkeiten.
oder? That must be the place up ahead. We should go on foot from here. Let's see what we're dealing with. Sollen wir eine Waffe mitnehmen? Come on. Ja, nehmen wir lieber eine Knarre mit. Vielleicht wird das total eskalieren. Man weiß es einfach nicht. Das Springfield-Gewehr und hier sind wir auf jeden Fall gerüstet. There's the house. I see the barn in the back. Stagecoach has to be in there. Okay, let's take a quick look at the place. Schönes Haus. Anyone around? Yes. Okay. I reckon we can do it now. I'll head over, distract him by putting on a little show where you sneak into the house, find what you can, then get the stagecoach. Or wait until nightfall. Sneak in, then I'll get the coach. You can try the house. What do you think? Sollen wir es bei Tag oder bei Nacht machen, liebe Freunde? Ihr entscheidet mit, manchmal ist Nacht besser, ne? Na komm, wir machen es bei Tag. Do now. Sure. All right, then. Wahrscheinlich schlechter. Don't follow me. Aber umso lustiger wird. Ja, ihr meintet bei Nacht. Die meisten von euch. Wait until I have them distracted outside, then sneak into the house. Okay, komm. Gehen wir einen großen Bogen machen gerade. Frage ist, wie kommen wir an dieses verdammte Haus? Aber coole Mission, oder? My good man! My good young man. Fairly well, fairly well. Is your father home, sir? Sure is. Get him down. You know what? Oh, here he is. Are you the father of the house? Sure. Los geht die Reise. I was just chatting with Junior here a bit. Wir haben kein Zeugs drin. Die sind voll arm. Oh, eine goldene Taschenuhr. Verdammt, nur ein bisschen Schlangenöl. Truhe ist wichtig. Ein Platinring. Na, genug ist es noch nicht. Okay, die Jungs sind draußen, alle sind draußen. Vorsichtig. Glücklicherweise ist hier keiner mehr. Das wäre es ja noch eine Überraschung gewesen. Ja, der führt die nochmal richtig schön weg. Wir haben schon mehr zusammen, als wir brauchen. Wir müssen jetzt aber langsam wieder abhauen, glaube ich. Hier noch irgendwas rum? Im Schaukelstuhl klettern, genau, das wollte ich unbedingt. Ich glaube, wir haben den Laden auseinandergenommen, oder? Ich glaube, wir kommen jetzt irgendwann mal da raus. Oh, die Möhre. Boah, wir zocken hier gerade eine richtig rechtmäßige Familie ab, glaube ich. Und den Käse klauen wir ihn auch noch. Der lenkt die verdammt gut ab, ne? Ja,
glaube, ich gehe jetzt lieber raus. Lief schon sehr gut. Hier kann man nochmal. Mal gucken, ob die jetzt was sehen. Dass ihnen ihr Zeug fehlt. $150 weg. Ah, shit, im Kamin soll noch was sein. Okay, das kriegen wir jetzt wahrscheinlich so schnell nicht hin, wenn da noch was sein sollte. Yep. Okay, let's grab this stagecoach and get out of here. Ach, guck mal hier. Also, wenn ihr mal hier seid, checkt mal den Kamin, okay. Get on, dear boy. Ja, den hätte ich noch checken sollen. Guck mal, wie praktisch. Klauen wir auch noch die Kutsche von dem. Get on and let's head back. Die Armen, ey. Die tun mir ja schon ein bisschen leid. Just waiting on you, Arthur. Ja, ich komme jetzt. Keine Sorge. Okay, let's go. Die werden das jetzt nicht fallen, wenn wir hier mit ihrer Kutsche rausdüsen. Yep. Was soll's? Ciao, Leute! Ja, der wundert sich natürlich, was ist da nun los? Wir haben mal ein bisschen Kohle mitgenommen. Okay, sorry, Freunde. Sorry, Freunde, ne? Wenn wir da im Kamin, da hätte ich natürlich den nicht sehen können, aber hey, bleib so wild. Wasn't the first time Mr. Matthews had stared death in the eye, and as usual, he did not flinch. Okay, here we are. Just pull the coach into the barn there. Ja, die Sachen zumachen ist auch gut. Das hat er sich auch gemerkt, ne? Dein geheiratete Cousin. Der arme Kerl, ey. Hello, Seamus. We met your cousins. How was it? Fine. Nice people. Park that thing in here. Quickly. Nice work, Hosea. It was mostly Arthur. Like I said, coarse but competent. Here. Thank you. If you find any other coaches that need selling, I'll see what I can offer you for them. But discreet, you know. Of course. Goodbye, gentlemen. I'm heading back to camp, I think. You coming? Sure. Jo, wir gehen mal mit ihm. Ja, das war eine nette Nummer, so für zwischendurch, ne? Aber geile Mission auch, dass man sich da so reinsneaken musste. Ja, der tut mir auch ein bisschen leid. Die Typen, die wir da ausgeraubt haben. Aber wenn sie dann was im Kamin haben, dann ist ja alles gut. Und alles hat ein Nachspiel, auch dass wir diesen einen Typen da mit dem Goldwäscher da vielleicht umgenutzt haben, auch nicht so clever gewesen. Also man sollte vorsichtig sein.
Hi, Lenny. I'll beat you next time we play, Arthur. Sehr, sehr schön. So, den Eselhasen, den könnten wir doch eigentlich spenden, ne? Wie entspannt das Game aber ist stellenweise. Auf die Jagd gehen. Können wir hier mit dem Charles auch noch? Auch nicht schlecht, ne? Aber wir bringen jetzt erstmal einen Hasen her. Hallo, Mr. Morgan. There he is, the proud Englishman. Don't fight other men's battles, boy. And anyway, my family weren't even English. Whatever you say. Jack, you are a sad. Look at those clothes. You, huh? So, den können sie haben. I'm sorry. Very good. We were getting okay, low. Ma. I ain't much of a mother. I'm sorry. I'll get some money and get you some new ones. Wir haben noch einen Käse geklaut. Das Stück Käse, das wollen sie nicht. Okay, reicht nicht genug für alle. Ja, den Rest behalten wir mal selber. Komm, eins kriegen sie. Ja. Gerne, gerne. Hey, if you could give me some leather working tools, I can make some rugs and blankets and the like out of these hides you're bringing in. Uncle. All right, I'll see what I can do. Cool. Ah, die sind leider alle noch versperrt. Alligatorschädel? Ja, den können wir uns da hinhängen. Oder lieber ein Widderschädel. Ach, guck mal, der Ochsenfellteppich. Aha, die sind aber schon freigeschaltet. Wir haben aber natürlich nicht die Sachen dafür. Oh, Wildschweinhautteppich. Cool, dass man das auch richtig ausbauen kann, ne? Das ist jetzt nicht der... Na gut, jetzt die Geweihe. Lagerfeuersitzabdeckung. Wow, Teppich. Das sind so ein paar Kleinigkeiten. Oh. Hängende Knochen. Das sieht auch schon gemütlicher aus danach, ne? Muss man ja schon mal sagen. So, einmal kurz im Lager vorbeigeschaut. Hey there, Tilly. Aber wenn wir mit Charles auf die Jagd gehen, ist halt auch so eine kleine Nebenmission. What you preparing for? The greatest of gifts. An unguarded stagecoach. No, you simple-minded fool. Bison. Bison? Bison. From which you can get anything. There's some over on the plains, I believe. I saw a couple a long way off. Oh. Right? Good luck. You want to come with me? I'll show you how we hunt one. Sure. Why not? Auf zur Bisonjagd. Huch. Weiter geht's, Charles. You know, it was before my time, of course, but my mother used to tell me stories of how her tribe moved with the bison. They lived almost as one. The bison went, my people went. And they were the center of all life. We couldn't survive without them. They provided us with everything. Food, clothing, shelter, tools. It was a lot of respect. Huh. I don't remember much of my childhood. But I think my people, well, we pretty much moved with the whiskey. Well, my father did that too. Let's try over here, to the left. Da bin ich jetzt mal richtig gespannt bei der Bisonjagd. Sehr cool, ne? Finde ich auch. Aber es sind ja viele ausgerottet worden, leider, von den Bisons in dieser Zeit. Also ganz cool war das dann doch nicht damals. Da vorne sind sie.
she'd only kill one of them. I'll keep them ringed in and you see if you can bring one down. Okay? Clean as you can. Okay. Okay. Yep. Moment mal. Ist immer noch das Springfield-Gewehr. Ich weiß nicht, ob ich's, soll ich es einfach so drauf zimmern? Oder soll ich warten, bis sie stehen wieder? Na komm. Einer reicht ja. Boah, das ist ein guter Wumms, das Springfield. Ein Treffer und das ist down. Wie sollen die da auch eine Chance haben, die Tiere? Well done. Alright. Skin and butcher it. Take the horns too. It can all be used. Boah, das sieht schon heftig aus, ne? Den Trophäenfoto müssen wir eigentlich noch machen. Das Arme. Ich will es nicht batschern. Jetzt hier. Ich muss mal die Stelle finden, wo man es machen kann hier. Bin ja mal gespannt. Ey, nicht hier schießen, Alter. Batschern sollst du das. Was machen der da? Sind wir gerade rumgehampelt. So, jetzt aber. Wenn die Hörner noch abgemacht. Boah. Good job. Stow that on your horse and mount up. I wanna go check something out. Krass, ne? Da haben wir das perfekte Bisonfell. Ein Headshot. Also Kopfschuss ist echt wichtig scheinbar. Okay, let's go. Klar, dann wird das Fell gar nicht beschädigt. Where are we going? I thought I saw some scavenger birds over here. Just wanted to see what attracted him. Ja, und voll schade ums Fleisch, ne? Oh. No. Look. Bison. Shot and left for dead, it looks like. Why would someone do that? I don't know. But I see tracks heading in this direction. I say we follow him. Alright, lead the way. Sehen wir die Spuren auch? Ja, sehen wir. War nur seine. Er ist halt auch der halbe Indianer. Er weiß ja schon, was er macht. Der bei unserer wunderbaren Bison, ja. No, they've been shot. I just don't know why anybody would just leave them here to rot like that. Ein bisschen Fleisch haben wir, glaube ich, mitgenommen. Das können wir jetzt gerade nicht sehen. Müssen wir in die Tasche graben. Einmal kurz hier. Ich glaub, ein bisschen Bisonfleisch hat er mitgenommen, ne? Oder? Nee, gar nichts. Ja, ist ja traurig. Wir noch in der Tasche haben, ne? Wahnsinn. Egal, machen wir mit der Mission weiter. Look, another dead bison. On the hill to the right. Come on. Oh, das ist aber mies. Shot and left for dead again. But this one looks fresher. There's a camp there. I'm gonna take a look. Hm. Moment mal. Wenn wir da reingehen, sollten wir vielleicht. Oh, komm. Nicht aufs Pferd drauf. Ich wollte eigentlich nur ins Inventar. Ah, da sollten wir auch mal jetzt gerade gucken. So. Ja, komm, machen wir so. Ja, warte mal ab. Ich habe irgendwie das dumpfe Gefühl, hier kommt einer rum. Oh, guck mal hier. Schwarzgebrannter. Den nehmen wir mit. Es glüht noch. Half a day since they left. Bison's been dead about the same amount of time. So what do you want to do?
They could still be in the area. Let's get up higher. See if we spot anything. Biopuff, danke schön für dein Abonnement. Vielen Dank für deinen Support hier bei Twitch. Dankeschön. Guck mal, das tote Bison können wir auch noch untersuchen. We should have a good view from up here. Dann komm ich hier mal weiter. Vielen Dank, Bio. Willkommen okay. In der Gang. You see anything? Lass mal liebe Grüße für Bio da. Arthur, look. Smoke to the north. Could be another camp. Let's go check it out. Das ist also da vorne. Smoke on the border ist es nicht. Killing for fun. You think we can talk? I don't kill for fun. I kill when I need to. Und dem Ben Goodman auch ein fettes Dankeschön für deinen Sub, mein lieber Ben. Willkommen in der Gang. Lass den beiden mal ein bisschen Liebe da. Look, more dead bison. It has to be them. Come on. Wait up. Okay, jetzt wird's aber ernst hier. Did you fools shoot those bison? What's your problem? I said, did you fools shoot those bison? Calm down, you black or red bastard, whatever the fuck you are. Did you shoot them? Yes, we did. We shot them bison. We'll shoot you too if you don't get. What business is it of yours? What? We. It's that business of mine! Good God, you're crazy! I got a family. A family. Don't shoot me! Stand back, Charles. I'll get you some answers. What the hell are you doing? Why are you killing those bison and leaving them to rot? I don't know what you're talking about. God damn it, tell us or you're dead. Oh, okay. We were paid to kill as many as we could and make it look like it was Indians. Just kill him, Arthur. No, please, don't kill me. I'm begging you. All right, now get out of here. Just don't shoot me, mister. I got a family. Then run away. Why did you do that? He didn't need to die. Maybe he'll go tell his friends now what happens to poachers. I've seen enough of this. I'm heading back. Okay. I'm gonna see if there's anything worth taking from their camp. I'll catch up with you later. Na, ja, gucken wir uns hier nochmal schön um. Oh, der eine hat ja kurz einen Prozess mitgemacht, ne? Unser Freund, der gute Charles. Ah, die haben einen beschissenen Kettleman dabei gehabt. Den brauchen wir echt nicht. Oh, warte, warte, da lag noch was. Da lag noch was. Ein Brotkanten. Autobahn kann man immer jede Menge. Müssen wir mal verkaufen hier, den Kram. Okay. Sonst ist hier doch nichts mehr im Lager, ne? Oder? Oh, eine Schatulle. Hätte ich die beinahe übersehen. Vergiftete Wurfmesser? Geil. Oleandersalbei. Sind die vergiftet? Das ist hier eine clevere Idee. Ah, haben wir einen netten kleinen Plan gefunden. Müssen wir erstmal das Kraut wieder für finden, ne? Da kann man ja auch jahrelang mit verschwenden oder was auch immer, wie man es nennen will. Okay, das war doch super. Ist hier noch irgendwas drauf, den wir karren? Mal ein bisschen Mais. Die Bisonfälle. Die sind verrottet wahrscheinlich schon hier, der Scheiß. Die haben hier wirklich... wurden bezahlt, so viele Bisons zu töten, einfach sinnlos. Naja, das war ja damals auch Jagdgesellschaften und so, die das gemacht haben. Und so sind dann ausgerottet worden. Tausende Jahre leben die Ureinwohner Amerikas mit denen gut... in einer Symbiose und alle sind fein raus und jeder freut sich, es werden nicht zu viele getötet, damit immer schön zu essen da ist und dann sowas, wisst ihr?
Und dann sowas. Dann kommen sie alle um die Ecke. Und töten sie einfach alle weg. Ja, und so war es leider wirklich. Jetzt gibt es kaum noch Bisons in Amerika. Nicht mehr so viele zumindest. Früher waren es riesige, riesige Herden und die sind deutlich ausgedünnt. So, John Marston. Vorne wollen wir eh hin. Oh, Philipp, hast eine Fanart gemacht? Das muss ich mir unbedingt abchecken. Danke dir. Sau cool. Ja, ist ja so verrückt, was für coole Zeichnungen da auch reingekommen sind, ne? So, was für Zuschauer richtig geile Bilder gemacht haben. Finde ich voll lieb. Und, auch nochmal ein dickes Dank an dieser Stelle an die Honeyball für diese ganzen Emotes, die sie gemacht hat. Wie gesagt, hat sie auch echt schön gemacht. Gefällt mir voll gut. Oh, und hier sind wir richtig. Ja, gut, das war jetzt auch das Feld. Die Bisonjagd, das lief doch eigentlich super. Also kann man wieder nicht meckern. Vor allem mit der Bisonjagd, das war doch ganz nice. Konnten wir auch mal unser Scharfschützengewehr ausprobieren, was sich als sehr, 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 sehr gut herauskristallisiert hat. Muss man auch mal in den Raum werfen. So, und da vorne wäre dann die Nummer mit John Marston, der irgendwie einen Plan hat, unser alter Herr aus Red Dead Redemption. Oh, guck mal hier. Sehr schön, der Herr. Der hat's drauf. Daumen nach oben.